Willkommen zurück. Wir sehen ja gleich, wie ich mich mache. Ich bin bereit. Gleich verlierst du, Gryffindor. Ich glaube zwar eher nicht dran, aber hey. Erwischt. Das ist schon viel besser. Scheiße. Alter, ich bin zu langsam. Das war nicht allzu schwer. Läuft aber gut. Wie geht jetzt die ganze Strecke wieder zurück oder was ist los? Das ist schon viel besser. Geflogen, wenn ich das so sagen darf. Wunderbar. Boah, das ist echt. Es war nicht allzu schwer. Genial! Wir können es. Wir haben's. Das war gar nicht schlecht. Beeindruckende Arbeit. Aber freu dich nicht zu früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Oh mein Gott. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir zu messen. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Nicht schlecht. Für Gryffindor. Pass gut auf dich auf. Oh. Got it. So, jetzt kämen wir zu Albie zurück. Hogsmeade. Mal gucken, was er für uns diesmal machen kann. Undenkbar, wie ich mich gefühlt hätte, wenn mein Schulleiter gewesen wäre. Wie geht's meiner Lieblingstestpilotin? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar, extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind unter dem Sitz. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals, vielen Dank. Mein Ohne Ding. Sie hätte ich das nicht geschafft. Ach ja. Immer wieder gern. So, machen wir. Machen wir es.
Nati oder Nati? Mach mal Nati, wir sind ja eh schon in Hogsmeade. Schön für Mr. Weeks. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Machen wir erst Nati, wenn wir sowieso schon hier sind. Glaube ich mehr Sinn. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, dass du einen Plan hast. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rabe. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Jetzt muss ich sie erst mal suchen. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Okay, gehen wir mal suchen. Das ist schön. Es ist schön, dass sie angezeigt werden. So brauche ich sie nicht durch die Gegend laufen und jeden anquatschen. Na, guck mal, der drei Besen ist richtig schön. So, eine ist hier oben. Mrs. Rabe sollte in der Nähe sein. Rabe. Oh, Isko, was habe ich getan? Mrs. Rabe? Kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isko. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isko zahlt den Preis dafür. Nix da. Den holen wir. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iskos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isko, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iskos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich. Wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut. Hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Ach, huch, ach, Quatsch. Mrs. Ray, ich hoffe, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachdenken haben. Wir haben Ihnen Gerüstzüge, gemessen, Bedenkzeit gewährt. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. Oh, warte mal. Wir gehen nicht ihren Mann suchen? Ich hätte es eigentlich gedacht, wir gehen jetzt ihren Mann suchen. Aber anscheinend machen wir Otto das doch Dibble nicht. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Besenknechts Versprechen. Angus von Woodcroft wusste, wie man Städte plant. Das ist aber nicht er hier, oder? Nee, das ist er nicht.
Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Sie wissen schon, ich versteckte wer die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm. R.H. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Ich weiß nicht mal, wer Mr. Bickles ist. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Da steht er noch. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arzibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler-Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Herzlichen Dank. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden. Aber das ist dir bekannt.
Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nutty finden. Nutty ist, glaube ich, in, was hast du gesagt? Im Eberkopf. Ich glaube, da wird sich auch keiner freiwillig treffen im Eberkopf. Also man möchte sowas planen wie die DA. Nur gut, dass das bin ich. So. Nutty verspätet sich nie. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Ich gehe eher davon aus, dass Nutty aufgeflogen ist. Dass sie aufgeflogen ist und ich sie gleich retten darf. Habe ich so die Befürchtung. Nutty muss hier irgendwo sein. Revelio. Nattys Zauberstab? Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Sie steckt in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, was mit ihr passiert ist. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Revelio. Ich tat einfach so, als hätte jemand. Nutty muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Schwinderin, Versteck. Oh, hey, können wir Nutty jetzt den Arsch retten? Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Eine Geheimtür. Nutty muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Guck mal bitte. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Nee. Danke. Bin ich auch. Ist er für Rockwood? Vielleicht doch. Das Mädchen als Köder benutzen? Komm, bring es einfach um. Carlo sagt ihre Freundin ist... Revelio. Er will sie lebend. Na, nur jemand von Hogwarts wäre arrogant genug, allein hierher zu kommen. Halt einfach Ausschau. Scheiße. Man kann über Fake-Kopf sagen, was man will, aber weitläufig ist es. Wieso ziehe ich immer den Kürzeren? Ich hoffe nur, Rookwood weiß, was er tut. Revelio. Ich breche gern einige Knochen mit. Trifikos Totalus. Das Mädchen macht nur Ärger. Wurde Zeit, dass wir es einspüren. Revelio. Haltet Ausschau nach ihrer Freundin, wenn sie dumm genug ist, hierher zu kommen. Da habe ich schon leisere Zentauren gehört. Hey, hey. Erinnerst du dich an deinen allerersten Mord? Revelio. Renrock nicht, das sag ich dir. Er wird uns... Trifikus Totalus. Bei so einem Umhang, wenn ich was mag, nehme ich. Nicht da hoch, oder was? Nee, da hoch komme ich nicht.
Revelio. Absolut nicht verteidigen. Diese Schüler heutzutage derart von sich eingenommen. Das wollen wir ja ausnutzen, oder? Mutig. Ja, jetzt ist klar, zu Hause bleiben wir aufmüde. Brüderlichkeit. Otto Dibbles Liebesbrief von Rosie. Ich sollte ihn zerstören, wenn ich ihn finde. Revelio. Ich sehe... Ich scheine in Hogsmeade nicht sonderlich beliebt zu sein. Kein Wunder daran. Jetzt bringen wir es zu Ulf. Dachtest wohl, du könntest dich von mir verstecken. Expulso! Expulso! Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Expulso! Hey, Doktor! Das wird morgen wehtun. Ich wollte dich eigentlich nicht machen. Accio. Incendio. Jetzt ist es persönlich. Protego. Accio. Hey, Doktor! Glacius! Findo! Revelio! Jetzt kann ich mich hier rumgucken. Kann ich mich hier auch in Ruhe angucken, ey. Das Buch mit den Gedichten, das Agavus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich darüber freuen. So, einmal hier die vierte Ding zu haben. Hey, nicht identifizierbarer Gegenstand. Gehen wir mal hier lang. Gut. Bin der Nati. Ich kann mal doch. Revelio. Geh mal davon aus, dass du da einfach nur. Ja, da hätte ich einfach lang. Hätte ich hinten rumgehen können. Wir sollten noch mal mit ihr reden. Vielleicht kann sie uns sagen, wo wir ihre Freundin finden. Sie schweigt hartnäckig. Der Boss kümmert sich um sie, wenn er da ist. Wache, wir alle haben unser Schicksal. Expulso! Protego! Lebst du noch? Incendio! Oh mein Gott, ey. Expulso! Revelio! Ich hab mir jetzt alles gefunden, oder? Ja, habe ich. Sehr gut. Nati muss hier irgendwo sein. Mr. Rabe? Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht, aber auf den Zellen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Nati kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin Nati. Revelio. Muss blockiert sein. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein.
Gut, dass das nur Schloss Nummer 2 ist und nicht Dreier-Schloss. Das wäre jetzt ein bisschen traurig. Mr. Rabes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Mr. Rabe, ich habe Ihren Stab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Und das war ja easy. Revelio. Das war ja easy. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Gehen Sie schon vor. Finden Sie Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Ich weiß zwar nicht, was sie meint mit kampfbereit, weil ich sie alle schon getötet habe, aber hey. Zumindest kampfunfähig gemacht habe. Ach, guck mal, da ist nicht. Ach, da ist eine Barriere. Die habe ich jetzt gesehen. Gehen wir mal nach oben. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow. Ein für alle Mal. Ja! Vernichten wir ihn, der dessen Name nicht genannt werden darf. Oh. Natsai Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Isco Rape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, eigentlich haben Natty und ich erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade heftig bedroht haben. Rockwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen und Natty, sondern auch Agabus Filbert und Otto Dibble ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was Sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Na, wenn du dich auf die Behörden verlässt, bist du verlassen. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheit uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Mein Gott, ich bin beeindruckt von unserer Leistung. Diese Aufrüstung ist besser, als ich es erwartet hatte. Schauen Sie mal bei Spindwitches vorbei. Gehen wir mal. Bis in der nächsten Folge. Tschüss.